This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Ist Homosexualität heilbar? Ein sehr provozierender Titel, nicht wahr? Das ist genau der Grund, weshalb ich diesen Titel gewählt habe. Das Video, was ich jetzt machen werde, oder die Serie, die ich jetzt machen werde, da laufe ich im Grunde schon lange mit schwanger. Gedankenmäßig zumindest. Ich hatte meinen Kanal ja damals aufgrund der Umstände, dass ich bei Michael Adams nicht mehr weitermachen konnte in seinen Sendungen, meinen Kanal damals mehr oder weniger umbenannt in Hour of the Truth. Und als ich dann anfing, deutsche Videos zu machen, dachte ich mir ja, in Deutschland kann man ja auch Deutsch sprechen und kann man das Stunde der Wahrheit nennen. Aber ich habe noch niemals eine Serie von Stunde der Wahrheit gemacht. Damit wollte ich jetzt gerne mal anfangen. Und dann mache ich das gleich zu Anfang mit einem derartigen provokanten oder provozierenden Titel. Ja, warum mache ich das? Weil ich eine Botschaft habe. Und nun, die Botschaft ist die Bibel übrigens, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Ich habe abgelaufene Woche ein Paket bekommen von den wunderbaren Freunden in Christus aus Frankfurt in Deutschland, die mir wieder einige Bücher geschickt hatten, wobei ein Buch, oder besser gesagt zwei Bücher, nämlich zwei Bände desselben Themas, sofort meine Aufmerksamkeit erweckt haben, dass ich sofort das Plastik abgemacht habe und gesagt habe, da muss ich reingucken, das will ich sehen. Das ist von Karl Olof Rosenius, der Brief an die Römer, in zwei Bänden. Beide Bände haben in total 1370 Seiten. 1370 Seiten, in denen der Brief an die Römer analysiert wird. Und der Brief an die Römer ist etwas, was ich im Deutschen vielleicht noch nicht so viel, aber im Englischen immer und immer wieder erwähne, wie wichtig der Römerbrief ist. Und ganz besonders das erste Kapitel.
Warum der provozierende Titel dieses Videos ist Homosexualität heilbar? Das ist übrigens das einzige Mal, dass ihr mich über Homosexualität sprechen hören werdet, weil normalerweise gebrauche ich den Titel Sodomie, ja? So wie es in der Bibel beschrieben ist. Homosexualität ist nur der politisch korrekte Ausdruck für den biblischen Ausdruck Sodomie, wie er schon vor und zu Zeiten und auch immer noch nach Sodom und Gomorra entstand. Das hat seinen Grund, warum die Stadt Sodom hieß, ja, und warum es Sodomie heißt in der Bibel. Und ich werde diesen Ausdruck weiterhin gebrauchen, nur wenn ich den im Titel des Videos gebraucht hätte, dann hätten den nur wenige verstanden. Und ich wollte ja halt ein wenig provozieren, das gebe ich ja ganz ehrlich zu. Ich will bestimmte Leute, dass die sich dieses Video anschauen, indem es darum geht, das erste Kapitel des Römerbriefes zu analysieren. Das ist meine Aufgabe, mit der ich schon lange schwanger ging, wie gesagt. Ich wollte das schon länger mal machen. Ich wollte das im Englischen machen, ich wollte es im Deutschen machen. Jetzt bekam ich dieses Brief von Karl Olof Rosenius, der Brief an die Römer, und dachte, das ist das Zeichen des Heiligen Geistes, der sagt, Jörg, jetzt musst du das in Angriff nehmen. Und jetzt laufe ich hier schon ein paar Tage schwanger mit dem Gedanken, fang damit an. Aber ja, die Lesung muss auch immer vom Heiligen Geist geleitet werden, sonst ist das nämlich irgendwas total, was in die Hose geht. Und das möchte ich nicht. Dafür ist die Botschaft viel zu wichtig, die ich überbringen möchte. Ich möchte euch einen kleinen Text vorlesen, den ich vorbereitet habe. Der steht übrigens auch in der Beschreibungsbox dieses Videos. Und der soll eine Erklärung geben, darum, was ich mache, worum es in diesem Video geht und auch ein bisschen meine Motivation wiedergeben. Dieses erste Video einer langen Serie beginnt nicht am Anfang, jedoch mit einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Warum beginnt es nicht am Anfang? Weil ich nicht im ersten Kapitel der Römer, im ersten Vers beginne oder auch nicht damit beginne, erst das Vorwort und die Einleitung in diesem Buch zu lesen, ja, sondern ich fange weiter hinten an. Die Zeit berücksichtigend, in der wir leben, 2018, heute ist Sonntagabend, der 17. Juni 2018. Die Zeit berücksichtigend, in der wir leben, ist es für mich unabdingbar notwendig, dieses Thema sachgerecht zu behandeln, ohne Emotionen und damit meine christliche Liebe zu allen Menschen zum Ausdruck zu bringen, besonders an diejenigen gerichtet, an die der Apostel Paulus sich auch zuallererst wandte. Die Römer im Zentrum des Heidentums. Paul hat seinen ersten Brief an die Römer geschrieben. Er hat viele Briefe im Neuen Testament geschrieben. An die Galater, Korinther, Epheser, an Timotheus, Titus und. Will sie gar nicht alle aufzählen, könnt ihr ja selbst nachschauen. Paulus hat verantwortlich gezeichnet für mindestens 50% des Neuen Testaments in seinen Briefen. Ja? Aber der erste Brief, der nach der Apostelgeschichte erscheint, ist der Brief der Römer. Rom regierte damals genauso, wie Rom heute regiert. Darum hat Jesus Christus auch damals gesagt, dies sind die letzten Tage. Denn nach Rom kommt nichts mehr, nur die Wiederkunft unseres Herrn kommt nochmal. Ja? Rom regiert immer noch. Entschuldigung, ich muss die Judenhasser hier enttäuschen. Die Juden regieren gar nichts. Die sind lediglich eingespannt von den Römern, um ihre Aufgabe zu machen. Und da haben die Juden auch kein Problem mit. Zumindest nicht die Juden, die dem Talmud angehören und die dieselbe babylonische Grundlage haben wie die heidnischen Römer. Ja? Aber das ist ein ganz anderes Thema, da wollen wir gar nicht drauf hinaus. Ja? Die Juden an sich sind ein betrogenes Volk. Genauso wie heutzutage, meine ich, mehr als 90% der Welt ein betrogenes Volk ist. Weil nämlich 90% der Welt nicht mehr an die Bibel glaubt. Ja? Oder die Bibel kennt, die Bibel liest und die Bibel lebt. Aber wie gesagt, Paulus wandte sich zuerst an das Zentrum des Heidentums, an die Römer. Und diese provokative Frage, die ich in diesem Video stelle, ist Homosexualität heilbar, unterstellt, dass diese Abnormalität die Folge von etwas ist, das gegen die menschliche Natur ist, wie eine Krankheit, das eben auch
ist. Ja? Eine Krankheit ist etwas gegen die Natur. Homosexualität oder Sodomie ist gegen die Natur. Warum ist das gegen die Natur? Weil im Buch Genesis, im ersten Buch Mose bereits steht, dass als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er den Menschen Mann und Frau geschaffen. Mann und Frau hat er sie geschaffen, nicht Mann und Mann. Das hatte einen Grund. Ich kann ja die Stelle gerne mal raussuchen. Das hatte ich jetzt nicht vorbereitet, aber das kann man ja mal eben machen. Im Genesis Kapitel 1, Vers 27 lesen wir: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Als Mann und Frau. Das ist die natürliche Schöpfung. Alles, was nicht Mann und Frau ist, ist gegen die natürliche Schöpfung. Mann und Mann ist nicht natürlich, Frau und Frau ist nicht natürlich. Also, die provokative Frage, ist Homosexualität heilbar, unterstellt, dass diese Abnormalität, wie wir gerade installiert haben, auf Basis der Bibel, ist es eine Abnormalität, wenn der Herr sie Mann und Frau erschafft. Die Folge von etwas ist, das gegen die menschliche Natur ist, wie eine Krankheit das eben auch ist. Eine Krankheit ist ja auch gegen die Natur, weil natürlich sind wir gesund. Ja? Ist Homosexualität, biblisch Sodomie, jedoch eine Krankheit oder die Folge etwas anderen, zum Beispiel die Strafe für Ungehorsam? Das soll in dieser und folgenden Sitzungen erläutert werden, auf Basis der Bibel, des Wortes unseres Schöpfers. Es ist in diesem Zusammenhang unabdingbar, das zweite Gebot aus Exodus Kapitel 20, Verse 4 bis 6, zusammen mit dem Römerbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 32 zu verstehen, und das ist die Grundlage dieser Sitzungen der Analyse der Sodomie. So, dann gehe ich hier mal gleich in meiner Schlachterbibel in das zweite Buch Mose, in Exodus, wie wir das auch nennen. Und da gehen wir mal in den Vers 4, wo geschrieben steht: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Es steht hier deutlich geschrieben, dass der Gott die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Mit anderen Worten, wenn zum Beispiel mein Urgroßvater jemand war, der Idolatrie gefolgt hat, der sich also Bildung gemacht hat von irgendetwas, von einem Gleichnis, weder ein Gleichnis von etwas, was im Himmel, auf der Erde oder im Wasser ist, wenn mein Urgroßvater jemand von dieser Sorte war, dann verfolgt Gott das in die dritte und vierte Generation danach, dann wäre ich auch davon betroffen gewesen. Ja? Hier kann man schon beinahe von einer Erbsünde sprechen in der Hinsicht. Bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, werde ich sie verfolgen, sagt der Herr hier. Aber gleichzeitig sagt er, erweist er auch Gnade an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten, die also nicht dieser Idolatrie nachlaufen. Nun, in der Welt heute kann man ja leicht sagen von, ja Jörg, wo ist denn Idolatrie? Naja, zum Beispiel in der römisch-katholischen Kirche ist Idolatrie, ja. Die römisch-katholische Kirche ist voll mit Abbildungen und die römisch-katholische Kirche ist auch voll mit Sodomitenpriestern. In den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel ist es so, dass die Berufsgruppe, bei der am meisten HIV-Infizierte sind, römisch-katholische Priester sind. Und sie sind auch die Berufsgruppe mit der höchsten Sterberate an dieser Krankheit.
Nur mal zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Wie es in anderen Ländern ist, habe ich jetzt nicht untersucht, aber das könnt ihr ja auch selbst gerne mal machen. Der Punkt ist, dass Sodomie ganz deutlich wird, was es genau ist, wenn wir Römer Kapitel 1 lesen. Ja, also Römerbrief, das erste Kapitel. So, dann nehme ich jetzt mal eben meine Schlachter hier, die ich in der Hand habe dabei, weil ich will das hier nicht auf der Online-Bibel lesen, ich will das von der Bibel lesen, die ich hier in der Hand halte. Und da lesen wir im ersten Kapitel der Römer, zum Beispiel hier zur Einleitung für diejenigen, die das noch nicht kennen, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, weil im Grunde lese ich ja in dieser Serie Stunde der Wahrheit, Bibelstudie, so nenne ich das ja, Bibelstudie mit Jörg, lese ich ja schlussendlich den ganzen Römerbrief, ja? Also alle Kapitel, aber anfangen tue ich halt mit dem ersten. In meiner Schlachter 2000 Bibel steht hier geschrieben, der Apostel Paulus schrieb den Römerbrief während seiner dritten Missionsreise, ungefähr 56 nach Christus, aus Korinth. Er lehrt ausführlich das Evangelium, die Heilsbotschaft Gottes von Jesus Christus. Er macht klar, dass alle Menschen in Gottes Augen verlorene Sünder sind und durch keinerlei eigene Bemühungen, wie zum Beispiel Werke, vor Gott gerecht werden können. Gott selbst schafft ihnen aus Gnade eine vollkommene Gerechtigkeit durch das Sühnopfer seines Sohnes am Kreuz. Das stellvertretende Sterben Jesu Christi für uns, sein am Kreuz für uns vergossenes Blut, sühnt unsere Schuld rechtswirksam vor Gott. Diese von Christus gewirkte Gerechtigkeit Gottes wird dem angerechnet, der sie im Glauben annimmt, wie wir im Kapitel 1 bis 5 lesen. Das sind also die ersten 5 Kapitel, die sich damit beschäftigen. Der Gläubige wird durch die Wiedergeburt und den Empfang des Heiligen Geistes in eine Todes- und Lebensgemeinschaft mit Christus gebracht, die ihn befähigt, in der Kraft eines neuen Lebens für Gott zu leben. Das sind die Kapitel 6 bis 8. Auch Israel, das beiseite gesetzt wurde, weil es den Messias verwarf, wird am Ende der Zeiten wieder in Gottes souveränes Heilshandeln einbezogen, Kapitel 9 bis 11. Das ist eine interessante Geschichte, weil da werde ich genau das widerlegen, was viele Menschen meinen, das ist mit dem Staat Israel gemeint. Übrigens merkwürdig, dass es Kapitel 9-11 ist, 9-11, kann man ja auch mal drüber nachdenken, wie das wohl zusammenhängt. Der letzte Abschnitt des Briefes, Kapitel 12 bis 16, lehrt die Gläubigen, wie sie angesichts der empfangenen Gnade Gottes ein hingegebenes, von der Liebe Jesu Christi bestimmtes Leben nach dem Willen Gottes führen können. Nun, meine Analyse, die ich in diesem ersten Video oder in den ersten paar Videos machen werde, weil das wird mehr als ein Video in Beschlag nehmen, das kann ich jetzt schon sagen, beschäftigt sich mit dem ersten Kapitel. Aber, wie ich bereits eben in dem vorangegangenen Text kurz erläutert habe, werde ich anfangen, das zweite Gebot zusammen mit dem Römerbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 32 zu beleuchten. Aber für eine Bibelstudie finde ich es erstmal unerlässlich, um erst einmal das ganze Kapitel zu lesen. Also werde ich erstmal das ganze erste Kapitel der Römer aus der Schlachterbibel 2000 vorlesen. Und danach werden wir uns beschäftigen mit der Sodomie und ist Sodomie heilbar, wenn wir die Verse zwischen 15 und 32 im ersten Kapitel Römer analysieren im Verständnis des Exodus, also zweites Buch Mose, Kapitel 20, Verse 4 bis 6, wie ich schon gerade vorgelesen hatte. Jetzt aber hier erst einmal das erste Kapitel der Römer. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in den heiligen Schriften durch seine Propheten. Nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. An alle in Rom Anwesenden, Geliebten Gottes,
an die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke. Indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen, ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu bewirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierde ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverrechter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das ist das ganze erste Römerkapitel.
Nach der Schlachterversion 2000, die basiert ist auf den Textus Receptus und damit der König James im Englischen gleichkommt. In der Lutherbibel, die ich hier und da vielleicht auch mal zitieren werde, vor allen Dingen, wenn es aus dem Buch von Karl Olof Rosenius kommt, da wird die Lutherbibel erwähnt, die ist nicht ganz hundertprozentig Textus Receptus, aber da könnt ihr dann ja selbst nachschauen. Ich habe da keine Lust, jedes Mal dann auf die andere Bibel hinzugehen. Ich weise da bereits vorher darauf hin, dass bei Karl Olof Rosenius auf viele Dinge auf Luther beruhen und Luther war nicht fehlerfrei. Ganz im Gegenteil. Ich merke das jedes Mal, wenn ich das tägliche Seelenbrot lese. Alleine schon das Zählen der Gebote im lutherischen Katechismus. Da habe ich ja auch Videos drüber gemacht, über die schmalkaldischen Artikel. Da sprechen wir über den Katechismus von Luther. Da sind die 10 Gebote auch verfälscht. Denn das erste und zweite Gebot sind zusammengefasst und das 10. Gebot ist geteilt in 2. Und das ist genau wie in der römisch-katholischen Kirche. Wobei in der römisch-katholischen Kirche das 2. ganz gestrichen ist. Bei Luther kommt es zumindest teilweise noch im 1. vor. Aber der Punkt ist, dass die Gebote da verändert sind. Und deswegen halte ich die Schlachterbibel im Ansehen in der deutschen Fassung höher als die Bibel von Martin Luther. Nun, ich möchte noch mal eben zurückgehen auf Kapitel 1, Vers 17. Da haben wir gelesen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja? Das sehen wir unter anderem in Habakuk 2, 4. Ja? Der Begriff bezeichnet fehlende Gottesfurcht und Missachtung der göttlichen Gebote. Also, warum ist der Vers 17 hier wichtig? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser Satz in dem ersten Brief an die Heiden, den Paulus an die Römer hier geschrieben hat, ist der Satz, der damals Martin Luther deutlich gemacht hat, dass er in der römisch-katholischen Kirche nicht in der Kirche Jesu Christi ist. Dass er damit nicht Jesus Christus dient und dass er damit nicht Teil der Braut Jesu ist. Und deswegen ist er aus der Kirche herausgekommen und hat das Anathema, die Verdammung, die Exkommunikation auf sich gezogen. Ja? Martin Luther hat zwischen 1521 und 1546 25 Jahre unter dem Kirchenbann gelebt. Er war vogelfrei. Jeder hätte ihn, wenn er ihn gesehen hat, töten können. Und es wäre sogar noch ein löbliches Werk in den Augen der römisch-katholischen Kirche gewesen, wäre er ermordet worden. Ob er zum Schluss 1546 auch ermordet wurde oder eines natürlichen Todes starb, weiß ich nicht. Da bin ich ja schon mal drauf eingegangen, als ich das Buch gelesen habe, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, wie ihr euch daran erinnern könnt. Das könnt ihr euch dann ja gerne nochmal anschauen. Findet ihr in der Spielliste Luther 2017 wieder. Aber der Punkt ist, dass hier in Vers 17, auch im ersten Römerbrief eben, von daher seht ihr, wie wichtig der ist, Luther damals erkannt hat, dass die römisch-katholische Kirche ihn betrügt, weil es steht geschrieben, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Ja? Das kommt vor in Habakuk 2, 4. Können wir mal eben nachschauen, wie es da drin steht. In Habakuk im zweiten Kapitel, Vers 4 steht, siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und genau das war eben der Satz hier jetzt bei Römer, wo halt zurückgegangen wird auf das Alte Testament oder auf das Gesetz und die Propheten, wie ich es bevorzuge zu sagen, wird darauf zurückgegriffen. Und das war ja auch ein wichtiger Punkt in Luthers Übersetzung der Bibel. Wer die Videos verfolgt hat, weiß ja, dass Luther bei der Übersetzung des Neuen Testaments eben auch immer das Alte Testament mit bei berücksichtigt hat. Also die Sichtweise aus dem Alten, genau wie aus der Übersetzung später des Alten Testaments oder des Gesetzes und der Propheten, auch eine Sichtweise aus dem Neuen Testament von ihm bevorzugt wurde. Weil die beiden gehören zusammen. Ja, so viel zu den Spöttern, die immer meinen, der Gott des, zwischen Anführungszeichen, Alten Testaments ist ein anderer Gott als der des Neuen Testaments. Okay, also wir haben jetzt schon mal den ersten Römerbrief schon mal ganz gelesen. Und
Jetzt werden wir uns darauf beschränken, sage ich jetzt mal eben, dass ich in diesem Buch über den Brief an die Römer von Karl Olof Rosenius, übrigens ein Werk, das geschrieben wurde zwischen 1860 und 1866, im Originaltitel heißt das Epistel in Tilde Romare, werden wir anfangen in Vers 15 und werden mit Vers 15, mit der Analyse beginnen. Und ich werde sowohl aus dem Buch vorlesen, als auch meinen eigenen Kommentar natürlich damit zugeben, wenn es nötig ist. Jetzt hatte ich ja gerade eben aus der Schlachterbibel vorgelesen, wie ich euch ja gesagt hatte. Und in der Schlachterbibel liest sich Vers 15, oder muss ich mal eben sehen, ich bin ja immer noch in Exodus. Okay, da muss ich mal eben hier zu den Römern gehen. Ach ja, das ist immer mit der Online so. Ich will nicht immer zwischen der Online und der richtigen Bibel hin und her gehen. Also, Römer Vers 15 lautet in der Schlachterbibel: Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Und in Karl Olof Rosenius Werk lesen wir: Darum, so viel an mir liegt, bin ich geneigt, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen. Also mit diesem kleinen Unterschied kann ich persönlich ganz gut leben. Gut, und bevor sich einige jetzt fragen: Ja, Jörg, warum gebrauchst du diesen provokativen Titel von Ist Homosexualität heilbar, wenn du da noch gar nicht drüber sprichst? Naja, weil diese Studie der Verse 15 bis 32 des ersten Römerkapitels, das sich in diesem Buch erstreckt von Seite 51 bis Seite 80, genau darum geht. Dann muss man halt ein bisschen Geduld haben. Ja? Ich kann ja nicht alles innerhalb der ersten 5 Minuten machen und es kann auch nicht nur 5 oder 10 Minuten dauern. Eine solche seriöse Studie, die im Angesicht der Welt, wie sie heutzutage ist, furchtbar wichtig ist, braucht ihre Zeit. Und warum ist diese Studie so wichtig? Ich möchte dann noch mal eben kurz, bevor wir jetzt mit dem Buch anfangen, noch mal eben darauf eingehen und möchte euch sagen, was meine Motivation ist, das zu machen. Wir leben ja heute in 2018, in diesem Moment. Wir leben in einer Zeit, in der nicht nur in Deutschland, sondern auch international in vielen anderen Ländern inzwischen die, zwischen Anführungszeichen, Heirat, ja, zwischen Gleichgeschlechtlichen, der Heirat zwischen Nicht-Gleichgeschlechtlichen gleichgestellt ist. Also, die Ehe von Mann und Mann oder von Frau und Frau in Deutschland ist rechtlich der Ehe zwischen Mann und Frau gleichgestellt. Dasselbe ist vor knapp 2 Jahren passiert in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da gibt es dieses schöne Bild, muss ich mal dran denken, ob ich, wenn ich das Video hier mache, dran denke, das hier reinzumachen, wo sie dann das Weiße Haus in Regenbogenfarben abgelichtet haben. Nun ist natürlich die Frage von: Ja, Jörg, was hat denn der Regenbogen damit zu tun? Der Regenbogen ist das Symbol der LGBTTI-Bewegung. Lesbische, bisexuelle, Schwule, Transsexuelle, ich komme jetzt nicht auf die ganzen Abkürzungen, intersexuell ist da auch noch mit bei, gibt ja was weiß ich, wie viele Geschlechter in deren Meinung nach. Diese Bewegung hat sich den Regenbogen als Symbol rausgesucht und das mit einem Hintergrund, der absolut biblisch ist, das muss man verstehen. Das ist, dass sie Gott spotten. Ja? Sie spotten Gott mit dem Regenbogen. Wo habe ich das her? Ja, das kann ich euch erzählen. Und zwar ist das im ersten Buch Mose, müssen wir nochmal zurückgehen in das erste Buch Mose, und zwar im Kapitel, meine ich, 10, das ist also nach der Flut jedenfalls. Und es steht geschrieben, ich muss das mal eben hier raussuchen, wo das genau ist. Ja, das steht im Genesis, also im ersten Buch Mose, Kapitel 9. Da sagt der Herr: Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach: Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt.
auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Das dürfte ziemlich deutlich sein. In Vers 17 steht auch noch: Und Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Gott besiegelt seinen Bund zwischen ihm und allem Fleisch, das auf der Erde ist, mit dem Bogen in den Wolken, der Regenbogen. Und um Gott zu spotten, hat diese LBGTTI-Bewegung, wie sie auch immer heißt, im Deutschen, im Englischen, Französischen, im Flämischen, interessiert mich nicht, es geht immer um dieselbe Soße, ebenfalls den Regenbogen als Symbol gewählt. Sie spotten Gott. Sie lästern Gott. Ja? Das muss man erstmal verstehen, bevor wir hier in diese Sache reingehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, warum ich diese Videoserie auch mache. Es geht hier um Gotteslästerung. Ja? Gott wird gelästert und Gott wird hier verhöhnt mit der Sodomie. Und Gott ist bereits einmal, oder Gott hat bereits einmal seine Kräfte auf dieser Erde deutlich gezeigt, um zu zeigen, was er von Sodomie hält. Dann müssen wir wieder in das erste Buch Mose zurückgehen, aber wir wollen ja jetzt nicht jedes Mal die ganzen Details auch noch bis in das kleinste Detail besprechen. Dann müsst ihr halt mal lesen von der Zerstörung von Sodom und Gomorra. Ja? Ich meine, ja, warum eigentlich nicht? Also ich meine, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir es auch richtig machen, ne? Ich meine, wenn ich mich schon mal hinsetze, dann kann man die Sache ja auch richtig machen. Dann werde ich mir das mal eben raussuchen, wo das genau drin steht. Ja, wir lesen das unter anderem im ersten Buch Mose, also immer noch Genesis, Kapitel 19. Ich fange jetzt nicht noch in Adam auch noch an, weil in 18 auch noch an, weil in 18 geht es im Grunde darum, dass Lot Fürbitte oder Abraham Fürbitte für Sodom hält. Ja, und dann lesen wir in Kapitel 19 über die Rettung Lots vor dem kommenden Gericht. Und ich lese gar nicht das ganze Kapitel, aber wir müssen nur mal eben die ersten paar Verse lesen. Dann wird euch ganz deutlich, warum Sodomie hier gemeint ist und was für mich auch der Anlass war, eben diesen Römerbrief als Studie zu nehmen. Also in Genesis, erstes Buch Mose, lesen wir in Kapitel 19. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor, und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt, und sprach: Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht, und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen: Nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen, und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus.
die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Ja, hier werde ich jetzt mal eben kurz stoppen mit dem Hermachen und werde mal eben die King James Bibel nehmen, also die König James Bibel, und werde da Genesis Kapitel 19 lesen. Und da sehen wir eine etwas andere Übersetzung. Ja? Das war jetzt in Vers 5. Und in Vers 5 steht hier: And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. Dass wir sie kennen werden. Ja? Was haben wir gerade in der Schlachterbibel gelesen? Dass wir uns über sie hermachen. Das sagt nicht deutlich das aus, was im Endeffekt wirklich gemeint ist. Und wenn ihr meint, ja, der Jörg, der ist jetzt hier Haarspalterei am Betreiben, nein, das bin ich nicht. Und ich werde euch das gleich auch mal beweisen, indem ich hier Esword zur Hand nehme. Das ist ein kleines Hilfsmittel, um auch die hebräischen Originalworte zu lesen. Da gehen wir jetzt in das Kapitel 19 und in Vers 5. Und da steht, that we might know them, das ist das Wort H3045, eine primitive Wurzel, a primitive root, to know, properly to ascertain by seeing, used in a great variety of senses, figuratively, literally, euphemistically and inferentially, including observation, care, recognition and causally instruction, designation and punishment, und so weiter und so weiter. Also, um es ganz deutlich zu machen. Hier steht also, dass dieses Wort in vielerlei Hinsicht gebraucht wurde, figurativ, literally, also direkt, weiß ich jetzt gar nicht, wie man das jetzt genau übersetzt, euphemistisch und so weiter. Aber weiter unten lesen wir, dass da steht, lie by man, ja, sich zu einem Mann legen. Und das ist genau das, was ich meine. Da ist eben die deutsche Übersetzung niemals, weder die Lutherbibel, selbst die Schlachter 2000, nicht korrekt. Aber wenn man dann hier die englische Bibel nimmt und man nimmt dann Esword zur Hand, wo man das originale hebräische Wort Yada als Basis nehmen kann, wo da steht, dass wir hier in der deutschen Bibel steht ja drin, dass wir uns über sie hermachen. In der englischen Bibel steht da drin, dass wir sie erkennen, genauso wie Adam seine Frau erkannt hat. Und jeder versteht ja, was damit gemeint war, als Adam Eva erkannt hat, als sie ihm danach Kinder geboren hat, nämlich, dass sie den Verkehr vollzogen haben. Genau das steht hier eben auch drin. Aber das geht aus der deutschen Bibel nicht so deutlich hervor. Da haben die Übersetzer ein Wort gewählt, das nicht so deutlich ist. Leider, muss man ja eben mal sagen hier. Wie gesagt, es geht mir hier nicht darum, um irgendwelche Falschlehren in Bibeln aufzudecken. Das habe ich jetzt hinter mir, nachdem ich da von Ebertshäuser ja bereits das eine Video gemacht hatte und auch noch mehrere Videos machen werde über die Bibelübersetzung, wie der Ebertshäuser sie gemacht hat. Die Videos, die Bücher, die sind ja sehr interessant, da kommen auch noch Sachen drum. Aber wir wollen uns hier mit der anderen Sache beschäftigen. Nur, wenn wir uns hier mit Sodomie beschäftigen, dann müssen wir auch deutlich verstehen, dass in der Bibel hier über deutlich und zweideutig, ganz deutlich über Sodomie gesprochen wird. Und in der deutschen Schlachterübersetzung ist das leider jetzt nicht der Fall. Ich habe jetzt keine Lust, die Luther 1545 rauszusuchen, da wird es auch nicht so der Fall sein. Aber kann ich ja mal eben machen, können wir die Bibeln vergleichen. So, in der Luther von 1545 heißt es, und forderten Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir sie erkennen. Also hier ist die Lutherbibel von 1545 deutlicher mit dem Wort erkennen als die Schlachter 2000 mit dem Wort, dass wir uns über sie hermachen. Ich meine,
hermachen, das kann ja genauso gut heißen, dass wir sie verprügeln wollen zum Beispiel. Ja, das hatte ich früher gedacht, als ich noch kein gutes Bibelverständnis hatte in diesen Studien, dass sie das meinten. Aber nein, sie meinen, dass sie sich mit den Männern legen wollen, dass sie mit diesen Männern den Akt ausführen wollen, der unnatürlich ist, Sodomie betreiben wollen. Deswegen hieß die Stadt ja auch Sodom, ja, die vernichtet werden sollte zu dem Zeitpunkt. Also, soweit sind wir jetzt in dem Studium hier im Römerstudium schon mal weit vorgedrungen, dass wir inzwischen verstanden haben, wo die Relation liegt und eben, wo meine Motivation herkommt, dass ich eben sage, wenn wir in einer Welt leben, in der Gott ständig gelästert wird und in dem Gott ständig gespottet wird und in dem man seinen Bund, den er mit allem lebenden Fleisch auf dieser Erde durch den Dreck zieht, durch den Regenbogen zu gebrauchen oder missbrauchen für diese abnormale sexuelle Bewegung, die ja immer nur eine Neigung ist von einer Minderheit. Aber hier wird jetzt dafür gesorgt, dass die Minderheit der Mehrheit gleichgestellt wird. Und damit übernimmt sie dann sogar im Endeffekt die Mehrheit. Die Akzeptanz von Sodomie in unserer Gesellschaft läuft auf nichts anderes hinaus als darauf, wie dasselbe Gericht, das damals auf Sodom kam. Und Jesus hat ja auch ganz deutlich gesagt, an zwei Stellen, zur Wiederkunft des Herrn wird es sein wie in Zeiten von Sodom und Gomorra und wird es sein wie in Zeiten von Noah. Da könnt ihr euch ja selbst mit Studien beschäftigen, wie denn die Zeiten damals waren. Sodom und Gomorra haben wir ja gerade eben besprochen, Kapitel 19 im ersten Buch Mose. Kann sich jeder ja nochmal selbst in Ruhe anschauen und durchlesen. Also, jetzt nochmal auf den Römerbrief zurückzukommen. Im Römerbrief hatten wir ja gerade eben ganz deutlich gelesen, ich wiederhole die Verse jetzt nicht, weil da kommen wir im Studium ja hin, das ist die Absicht dieser Studie, dieser Bibelstudie, dass wir uns die Verse ganz genau anschauen, in denen die der Link gelegt wird, das Verhältnis gelegt wird zwischen den Handlungen, die Menschen untereinander tun, vor allen Dingen Männer mit Männern und Frauen mit Frauen, und was das damit zu tun hat und wie das durch Gott gestraft wird. Also das Verhältnis oder besser gesagt das Zusammenspiel, wenn man das so nennen kann, zwischen dem zweiten Gebot, das nämlich Idolatrie verbietet, das verbietet die Schöpfung vor den Schöpfer zu stellen, wie wir ja auch gerade eben in Römer vorgelesen hatten, und wie das dann zusammenhängt mit der Strafe, wenn Gott sie für ihre Taten mehr oder weniger bestraft, wie er eben im zweiten Gebot auch bereits angekündigt hat. Das ist die Studie, die uns hier leiten soll, auf den nächsten knapp 30 Seiten in dem Buch Der Brief an die Römer von Karl Olof Rosenius mit der Studie, schwerpunktmäßig, erstes Kapitel der Römer, Verse 15 bis zum Schluss des Kapitels, Vers 32. So. Und genau da werde ich jetzt anfangen. Ich denke, dass ich meine Motivation über die Regenbogen und über diese ganze Sodomistenbewegung weltweit deutlich genug gemacht habe. Und es gibt ja auch noch zwei andere Videos, die ich in der Hinsicht produziert habe, die ihr euch anschauen könnt, die ja zusammen waren mit der, wie nennt sich das noch, die ich aus der Lesung rausgeholt habe, aus dem Jesuitenbuch von Griesinger. Auf meinem zweiten Kanal, da habe ich ja die zwei Videos gemacht, Pädophilie und Pädasterie in der römisch-katholischen Kirche, wenn die Mauer des Schweigens bricht, und Heuchelei des Zölibats, wenn die Mauer des Schweigens bricht. Die kann man sich ja auch noch in dem Zusammenhang mit diesem Video hier gerne mal zusammen anschauen, ja? Um ein noch besseres Verständnis davon vielleicht zu bekommen. Aber jetzt, fast zum Ende der Stunde, werde ich anfangen mit dem Lesen in diesem Buch von Karl Olof Rosenius auf Seite 51, wo wir beginnen mit dem 15. Vers im ersten Kapitel der Römer, wo ich bereits gesagt hatte, dass die Übersetzung hier gebraucht sehr gut übereinkommt mit der in der Schlacht der Bibel von 2000. Also, darum, so sagt die Bibel, so viel an mir liegt, bin ich geneigt, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen.
weil ich, und das spricht hier immer natürlich von Paulus, ne? Weil ich allen Menschen zu dienen verpflichtet bin, so bin ich auch bereit, nach Rom zu kommen, sagt der Apostel. Er sieht auf nichts anderes als auf seine Pflicht. Das ist auch ein Beispiel, das alle Christen bedenken mögen. Wir sind oft um das Gedeihen oder um die Folge dessen, was wir tun sollen, besorgter als um den Befehl Gottes. Wir vergessen das, was uns zukommt, nämlich nur das zu tun, was er befahl. Und wir kümmern uns oft um das, was Gott gebührt, nämlich die Frucht und das Gedeihen zu geben. So soll es nicht sein. Nur seiner Pflicht wegen wollte der Apostel auch nach Rom reisen, ob zwar dort der mächtige Weltgeist, der Sitz des heidnischen Kaisers und der Mittelpunkt der heidnischen Lehre und des heidnischen Stolzes, dem Auge eines Apostels, der nur die törichte Predigt des Evangeliums zu verkünden hatte, große Schwierigkeiten darboten. Solches hat er sich wohl bedacht, deshalb vermerkt er gerade jetzt das Folgende in Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Hier beginnt ein neuer Abschnitt des Briefes. Nachdem der Apostel in den vorhergehenden 15 Versen eine Einleitung zu seinem Briefe gab, bezeichnet er hier mit kurzem, aber inhaltsreichen Ausdruck den Hauptgegenstand der 11 ersten Kapitel, nämlich die große Hauptlehre, wie der Mensch selig wird. Denn ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht. Man könnte fragen, weshalb der Apostel diese Bemerkung macht, weil das Evangelium ja nicht etwas ist, dessen man sich schämen müsste. Nein, heutzutage gibt es mehr Menschen, die sich des Evangeliums schämen als jemals zuvor. Wer traut sich denn noch mit dem Evangelium offen auf die Straße zu gehen und den Leuten das Evangelium zu verkünden? Die meisten meinen doch, sie würden ausgelacht, sie würden gespottet werden. Und die meisten Leute schämen sich dafür. Man schämt sich ja schon fast dafür, ein Christ zu sein in dieser Welt. Ja, weil man damit nämlich im Grunde zu kennen gibt, dass man mit dieser Welt nichts zu tun haben will. Man soll das Heilige nicht mit dem Profanen vermischen. Ja? Das Evangelium ist nichts, dessen man sich schämen müsste, aber es ist etwas, wessen sich viele Menschen schämen. Und Jesus Christus hat da ganz deutlich vorgewarnt und hat gesagt, wer mich und den Vater verneint, der hat den Geist des Antichristen. Gott hat es vom Himmel herabgegeben, das Evangelium. Und es ist also das Ehrenvollste, das auf Erden zu finden ist. Warum sagt denn der Apostel, dass er sich dessen nicht schäme? Ohne Zweifel darum, weil Menschen sich doch dessen zu schämen pflegen. Mein Kommentar gerade eben. Hierbei werden viele gewiss meinen, dass dies nur zur Zeit des Apostels der Fall sein konnte, weil die ungläubigen Juden und die Heiden nicht die Herrlichkeit des Evangeliums kannten und dasselbe in ihrer falschen Weisheit verachteten. Es ist gewisslich wahr, dass es zur Zeit des Apostels sich so verhielt, dass das Evangelium Gottes den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit war. Sintemal die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragten. 1. Korinther, Kapitel 1. Aber ganz ebenso geht es auch jetzt zu, dass das Evangelium Christi der größten Menge derjenigen ist, die doch auf seinen Namen getauft sind, ein Ärgernis und eine Torheit ist. Die menschliche Natur ist zu allen Zeiten und an allen Orten dieselbe, trotz aller äußeren Veränderungen. Darum lässt er sich auch das ganze Wort Gottes zu allen Zeiten und auf alle Völker anwenden, sie seien Juden oder Heiden, Mohammedaner oder Namenchristen. Überall trifft das zu, was der Apostel sagt. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen. Und nicht nur das, sondern das Evangelium Christi ist auch in jeder Hinsicht im härtesten Streite gegen alles in unserer Natur am tiefsten liegende.
Und nicht nur das, sondern das Evangelium Christi ist auch in jeder Hinsicht im härtesten Streite gegen alles in unserer Natur am tiefsten Liegende. Das am tiefsten Liegende. Deswegen wegen dem Wort, das habe ich nicht gut gelesen. Das hätte dazwischen müssen. Im Evangelium wird das, was der Mensch am allermeisten liebt, angegriffen. Nämlich seine Unabhängigkeit. Ja, deswegen reagieren die meisten Menschen auch erstmal sehr frustriert, wenn man ihm das Evangelium erzählt. Genauso wie der sogenannte Kirchenvater, zwischen Anführungszeichen, Tertullian sagte, die erste Reaktion auf die Wahrheit ist Hass. Ja, so reagieren die Menschen auf das Wort Gottes. Die Unabhängigkeit, die Freiheit wird mir genommen. Oh, wenn ich das Evangelium verkünde, wenn ich Jesus folge, ja, dann muss ich ja alles loslassen, was ich hier auf dieser Welt habe. Ja, weil hier in dieser materialistischen Welt finde ich nichts. Genauso wie in Matthäus Kapitel 6 auch beschrieben ist. Dort, wo euer Herz ist, dort soll auch euer Schatz sein. Ja? Nicht in dieser materialistischen Erde. Aber der Satz hier ist schon ganz wichtig, den der Roselius hier schreibt. Im Evangelium wird das, was der Mensch am allermeisten liebt, angegriffen, nämlich seine Unabhängigkeit. Hier wird eine unbedingte Unterwerfung des Verstandes und des Willens unter das Wort Christi gefordert. Hier wird alle Hochmutseinbildung und Selbstvertröstung gründlich zu Boden geschlagen. Hier wird Gott allein groß und der Mensch nur ein armer Bettler. Solches kann der Menschennatur nimmer behagen, sondern ist derselben nur Pein und Tod. Hier ist die Ursache, weshalb das Wort Christi und die wahren Zeugen Christi stets von allem, das nicht aus Gott geboren ist, gehasst sein müssen. Darum sagte der Herr auch so oft zu seinen Jüngern, dass sie sich darauf bereiten sollten, um seines Namens willen von allen Menschen gehasst zu werden. Und er erklärte, dass es nicht recht mit ihnen bestellt sei, dass sie nicht seine wahren Jünger seien, wenn sie nicht dieses, sein Zeichen hätten. Wenn es nicht wie einem, wie dem Meister, wenn es ihnen nicht wie dem Meister erginge, in Johannes 15, Vers 20 und Lukas Kapitel 6, 26. Das wahrhaftige und das reine Evangelium Christi ist es nicht, wenn die Welt es lieben kann und wenn es nicht geschmäht und angetastet wird. Vergleiche Johannes 15 und 19 und 1. Johannes 4, 5 und 6. Da nun aber ein Feind des Evangeliums nimmer für gehalten sein will, das Gute und das Richtige zu hassen, so muss die Feindschaft sich stets mit dem Schein des Eifers für die Wahrheit umgeben und daher die Sache Christi als Torheit oder als etwas Falsches und Böses schmähen, das getadelt und verabscheut zu werden verdient. Weil nun die Jünger und die Freunde Christi stets den kleinsten Haufen bilden und nur etliche verachtete Seelen sind, während die ganze Welt, die sie schmäht, der große, tonangebende und angesehene Haufen ist, so kann man leicht verstehen, wie es jederzeit zur schweren Versuchung wird, sich seiner und seines Wortes zu schämen. Jederzeit, durch die ganzen letzten Jahrhunderte hin. Ach, es wird vielen Christen ein unsäglich harter Kampf, um Christi willen der Achtung der ganzen Welt zu entsagen, ein Narr zu werden, sich von seinen nächsten Freunden und der ganzen Gesellschaft verachtet und aufs Ärgste geschildert zu sehen. Weil wir dennoch hier auf Erden nichts Kostbareres als die Achtung, die Freundschaft und das Vertrauen der Menschen besaßen. Jetzt sollen wir all diesem entsagen. Um solches immerfort zu ertragen, ist ein göttliches Werk in der Seele erforderlich. Denn wir reden hier nicht von jener Frömmigkeit, die von der Welt gebilligt und geachtet werden kann, sondern von der wahren, der echten Nachfolge Christi, die unbedingt der ganzen Welt ein Ärgernis und eine Torheit sein muss, so wahr Christus gesagt hat: Der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich verfolget, sie werden euch auch verfolgen. Als wollte er sagen,
geben Sie vor, dass Sie euch um eines Fehlers willen, zum Beispiel eines Mangels an Demut, Sanftmut usw. hassen, so wisset, dass ich sanftmütig und von Herzen demütig war, und dennoch haben Sie mich gehasst. Das ist nun die erste und allgemeine Bewandtnis mit der Versuchung, sich Christi und seines Wortes zu schämen. Aber noch haben wir nicht das gesehen, worauf der Apostel zunächst hindeutete und das insbesondere die Prediger des Evangeliums erfahren. Es geht noch etwas tiefer. Wenn wir die Worte des Apostels genauer betrachten, dann werden wir etwas merken. Er sagt: Ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben. Beachte diesen Zusammenhang genau. Gerade diese Bemerkung, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die da selig macht, deutet an, worauf der Apostel es eigentlich abgesehen hatte, als er erklärte, dass er sich desselben nicht schäme. Paulus, ebenso wie Christus, hat nicht große Beschwerde von solchen Menschen gehabt, die keine Religion ausübten und achteten, sondern eigentlich von denjenigen, die ihre Religion mit einigem Eifer betrieben und, wie er in Kapitel 2, 19 und 20 sagt, sich vermaßen zu sein Leiter der Blinden und Licht derer, die in der Finsternis sind und so weiter und die die Form hatten, das zu wissen, was recht ist im Gesetz. Siehe, diese waren stets diejenigen, die gegen das Evangelium, gegen Christum und Paulum haderten und behaupteten, dass diese das Gesetz durch den Glauben aufhöben, wie wir in Kapitel 3, Vers 31 lesen, dass das Evangelium eine schwache und lose Lehre sei, die den rechten Ernst untergrübe, weit entfernt davon, die Menschen heilig zu machen, sie im Gegenteil leichtfertig mache. Wenigstens sei es mit dem Gesetz verglichen eine schwache und lose Lehre. Das Evangelium, meinten sie, sei ein Wort der Schwachheit. Gegen die alte Meinung derjenigen, die noch hohe Gedanken von der Kraft des Gesetzes und von der eigenen Kraft des Menschen hatten, ist es, dass der Apostel dieses Wort vom Evangelium richtet. Es ist eine Kraft Gottes. Das sehen wir deutlich aus seinen Worten im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, wo selbst er sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Wir predigen Christum, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, denn die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, denn die Menschen sind. Göttliche Schwachheit. Er selber nennt es Gotteskraft. Also müssen es andere gewesen sein, die es Schwachheit nannten. Aber alsdann antwortet der Apostel, ist das Evangelium eine Schwachheit? Dann ist es eine göttliche Schwachheit. Aber die göttliche Schwachheit ist stärker, denn die Menschen sind. Das Evangelium ist eine Gotteskraft. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Nur das Evangelium bewirkt es, dass ein Mensch wirklich anfängt, das Gesetz zu halten. Nur durch das Evangelium ist's, wenn irgendein Mensch Gottes Kraft empfängt. Das Evangelium hat den Namen und den Anschein, eine Schwachheit zu sein, aber im Gegenteil ist es eine Kraft Gottes in den Menschen, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. So, ich werde hier auf Seite 55 nach 3,5 Seiten oder nach knapp 4 Seiten, die ich jetzt hier gelesen habe, eine Pause machen, weil das Video hat bereits die Stundenmarke überschritten. Und ihr wisst ja, dass ich mit solchen Videos probiere, nie viel länger zu machen als eine Stunde, weil ich natürlich auch nicht die Aufmerksamkeitsspanne überziehen möchte, die die meisten Menschen nur haben. Und das ist kein Vorwurf, das ist nur so, dass man eine bestimmte Menge an Sachen nur aufnehmen kann, bevor man eine Pause braucht. Und deswegen werden wir nächstes Mal in der nächsten Bibelstudie hier fortfahren, weil der Vers 16
wird noch auf weiteren knapp 4 Seiten weiter analysiert, bevor wir in Vers 17 kommen und dann halt weitergehen, wie ich gesagt hatte. Nein, ich habe das Thema des Videos, den Titel des Videos nicht aus den Augen verloren. Die ganze Studie dieser nächsten Videos, die sich nur mit dem Studium des Römerbriefes zwischen Versen 15 und 32 damit beschäftigen, sind dazu da, um zu erklären oder um zu klären, um die Frage eindeutig biblisch zu beantworten, ist Sodomie heilbar? Wenn sie heilbar ist, wer ist der Heiler? Da werden wir dann die nächsten Male drauf zu sprechen kommen. Bis hierhin danke ich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und Jörg von Stunde der Wahrheit mit seiner Premiere-Sendung Stunde der Wahrheit meldet sich ab, wünscht euch noch einen schönen Tag und Maranatha.